Axel, ich habe in PowerPoint eine Präsentation erstellt und da würde ich gerne in einem Camtasia-Video die eine oder andere Folie als Standbild mitnutzen. Kannst du mir bitte kurz erklären, wie ich da am vernünftigsten vorgehe? Ja, kein Problem, Markus. Ich starte mal PowerPoint. Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit, das direkt in PowerPoint zu machen. Ich zeige das mal. Also ganz üblich oder einfach Datei speichern unter. Und dann wählst du PNG am besten aus und klickst auf Speichern und kannst dann eine Folie oder alle Folien, es reicht jetzt mal für den Test, eine Folie einfach exportieren. Die landet dann ganz normal in dem Ordner, den du angegeben hast. Die zweite Möglichkeit ist, da kannst du dasselbe machen aus dem Camtasia heraus, dass du hier über Medien importieren gehst in dem Projekt, in dem du das benutzen willst, wählst dann die PowerPoint-Datei aus und dann klickst du auf Öffnen und jetzt importiert er alle Folien. Man kann leider nicht einschränken den Import, aber er importiert alle Folien. So, und jetzt importiere ich nochmal die Folie dazu, die wir vorher per Hand sozusagen aus dem PowerPoint exportiert haben. So, das ist diese hier. Und jetzt gucken wir mal, was er gemacht hat. Wenn ich die Folie nehme, die ich aus dem PowerPoint heraus exportiert habe und auf meinen Desktop ziehe, dann sieht das erstmal ganz schön aus, aber mein Projekt ist nur HD. Wenn ich jetzt ein Full HD Projekt habe, dann reicht die Auflösung aus dem PowerPoint heraus nicht aus, während Camtasia den Import in Full HD macht. Man sieht das auch, wenn man hier in der Clip-Auswahl mit der Maus drüber hovert. Hier sieht man Abmessungen 1920 x 1080 und hier 1280 x 27. Also, wenn du das machen willst, Camtasia öffnen und die PowerPoint-Präsentation importieren und dann zur Not die Folien, die du nicht brauchst, einfach wegschmeißen.